Name ist Luca und meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen hier heute zu einer neuen Episode von dem sagenumwogenen Format Amazon Fails. Schmeckt! Ich bin frisch aus dem Urlaub zurückgekehrt, meine lieben Freunde. Ich bin noch ein bisschen braun geworden. Nein. Aber auch ein bisschen Bartwuchs bekommen. Aber heute soll es nicht um meine grandiose Männlichkeit gehen, die eh nicht vorhanden ist, sondern um Amazon-Fails, beziehungsweise allgemeiner gefasst um Online-Shopping-Fails. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit diesem Kleid. Das ist ein Flamingo-Kleid und es sitzt echt ziemlich gut. Bei der bestellenden Person zu Hause angekommen ist allerdings das hier. Ja. Aber wir bleiben direkt bei Anziehsachen. Das hier ist nämlich irgendein Meerjungfrauendecken-Ding. Ja, keine Ahnung, warum man sich sowas bestellen würde. Angekommen ist allerdings nicht irgendwie so eine coole Decke, aka Schlafsack, Meerjungfrauendesign, whatever, sondern einfach nur das hier. Das sieht ein bisschen aus wie Patrick. Mayonnaise. Kommen wir nun allerdings zu einem Bikini, beziehungsweise einem Top oder Oberteil oder keine Ahnung, wie Frauen das nennen. Das hier ist auf jeden Fall das Kleidungsstück, das sich eine Person bei Amazon bestellen wollte, beziehungsweise so wurde mit dem Produkt geworben. Angekommen ist allerdings das hier. Ja, das Produkt war so klein, dass sie es einfach der Babykatze angezogen haben. Ehre. Kommen wir nun allerdings weg von Anziehsachen und begeben uns wieder in die mysteriöse Welt der Handyhüllen. In meiner letzten Folge Amazon Fails haben wir uns ja auch schon ein paar Handyhüllen angeschaut. Handyhülle, auf der einfach eine Heroinspritze zu sehen ist. Ja. Also letztes Mal war schon komisch, aber heute schießt man mir wieder absolut den Vogel ab. Das hier ist einfach eine Handyhülle mit einer Frau drauf, die sich gerade Haare entfernen lässt. Ja. Wenn ihr denkt, es geht nicht schlimmer, dann zeige ich euch jetzt mal die nächste Handyhülle. Das ist ein älterer Herr mit einer Windel und einem Krückstock. Ja, die würde ich mir direkt auf mein Handy klatschen. Falls euch die Windel, Krückstock, Handyhülle allerdings noch nicht komplett aus den Wolken gerissen hat, könnt ihr euch natürlich auch diese Handyhülle kaufen. Das ist einfach Kokain. auf einer Handyhülle. Was? Ihr wollt noch ein geileres Design? Dann schaut euch diese unfassbar geile Schubkarre an auf der Handyhülle. Ey, das ist ja Wahnsinn. Also ich bin ein persönlicher, echt großer Schubkarren. Genau. Kommen wir nun allerdings weg von den Handyhüllen und wieder zurück zu Anziehsachen bzw. zu Schmuck. Und zwar sind das hier Ringe, die sich eine Person bestellen wollte. Angekommen sind allerdings diese Ringe. Das hier ist eine Black Mask Gesichtsmaske, die eine Person bei Amazon entdeckt hat und sie sagte sich halt, hey, ich will was Gutes tun für meine Haut, ich bestelle mir diese Maske. Angekommen ist allerdings das hier. Irgendwie ist es halt traurig, weil die Leute dafür Geld ausgeben, aber irgendwie ist es auch total witzig. Als nächstes kommen wir zu einer Person, die sich mal wiegen wollte und sich dementsprechend eine Waage bestellt hat. Angekommen ist allerdings keine irgendwie normale Waage mit einem Durchmesser von, keine Ahnung, 40 cm, sondern das hier. ja, da ist es schon ein Highlight, wenn du dich da überhaupt draufstellen kannst. Kommen wir nun zu einer Bestellung, die eine Mutter getätigt hat. Und wir wissen ja, dass ältere Personen oftmals so ein bisschen nicht so richtig gut klarkommen mit neuer Technik, mit neuen Möglichkeiten, Dinge zu bestellen. Sie wollte sich eine Leggings bestellen und angekommen ist das hier. ja, wenn du 5 cm lange Beine hast, dann passt dir die bestimmt super. Kommen wir nun allerdings wieder weg von den Anziehsachen bzw. zu Accessoires, Schmuck etc. und hin zu Dekoartikeln. Und zwar zu einem Teppich. Der sieht so aus, ich würde mir auf keinen Fall bestellen, weil es einfach ein hässlicher Teppich ist. Ein Mann dachte sich aber dennoch, hey komm, so ein lila Teppich, der passt auch super bei uns ins Zimmer rein. Angekommen ist allerdings kein riesiger Sofateppich, sondern das hier. Ein Fußabtreter. ja, viel Spaß beim Füße abtreten. Der nächste Online-Shopping-Fail ist wieder so eine Sache, ey, da denke ich mir, das hätte tatsächlich auch von mir kommen können. Und zwar wollte sich ein Typ ein Kissen bestellen mit seinem Gesicht drauf und das wollte er seiner Freundin schenken. Das hat nicht ganz geklappt von der Produktion und angekommen ist dann das hier. ja, da wird sich die Freundin bestimmt mega drüber freuen. Zudem hat sich der gleiche Typ auch noch gedacht, hey, ich schenke meiner Freundin ein Kissen und die neue DVD 50 Shades of Grey. Angekommen ist allerdings keine DVD von dem Film, sondern das hier. ja, 50 Shades of Grey. Kommen wir nun allerdings schon zum vorletzten Amazon-Fail. Und zwar hat sich eine Person einen Boxsack für $20 aus China bestellt.
Und natürlich, klar, da kann man nicht viel erwarten. Aber dass das Ding so schnell und so kaputt geht, hätte, glaube ich, niemand mit gerechnet. Allerdings, meine Damen und Herren, nun kommen wir auch schon zum letzten Online-Shopping-Fail für heute. Und zwar hat sich eine Person ein paar Schuhe bestellt und es sind auch die Schuhe angekommen. Allerdings zweimal der linke Schuh. Also, wirklich Wahnsinn, Amazon. An der Stelle möchte ich das heutige Video jetzt eigentlich auch beenden, meine lieben Freunde. Wenn euch meine Reaction auf einige der dümmsten Amazon-Fails gefallen hat, dann lasst unbedingt mal einen Daumen hoch unter dem Video hier da und schreibt mir auch mal bitte gerne unten in die Kommentare, ob ich das Ganze eventuell in einer Woche nochmal hochladen soll. Also so einen dritten Teil Amazon-Fails. Mir hat es auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht, die ganzen Sachen hier anzuschauen. Und noch eine ganz kurze Sache. Diese beiden neuen Hoodies, also ein weißer und ein schwarzer Hoodie, beide mit einem Luke-Schuh-Frottee-Stoff vorne drauf genäht, kommen genau in einem Monat in den Luca-Shop. Also am 9.9. gibt es zwei neue Produkte im luca-shop.de. Zudem kommt am 9.9. auch noch ein neues Kissen in den Shop. Also tatsächlich sogar drei neue Produkte, also Wahnsinn, würde ich mir direkt in den Kalender eintragen. Aber gut, Freunde, ich würde auf jeden Fall jetzt das heutige Video erstmal beenden. Ich hoffe wirklich, dass es euch gefallen hat. Mir machen diese Amazon-Fails unfassbar viel Spaß. Wenn ihr da weiterhin Bock drauf habt, dann abonniert gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr den nächsten Teil nicht. Und jetzt kommt auch das Outro.